Hallo ihr Lieben, wir starten jetzt dann mit der 9. verkürzten Reihe. Und bevor wir loslegen, wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen, wie der aktuelle Stand ausschaut. Also zum einen seht ihr, ich habe meine Maschenmarkierer ausgetauscht. Ich habe mir jetzt hier auf so kleinen Kärtchen nochmal die Nummern aufgeschrieben und habe die hier so eingehängt. Und jetzt können wir hier gleich viel besser arbeiten. Ihr seht gleich, welche Maschenmarkierer das sind. Dann ist das schon mal ordentlich. Dann wollte ich euch noch zeigen, wie das Ganze aussieht. Also ihr habt immer hier zwischen den zwei Maschenmarkierern diese drei rechten Maschen. Und wenn ihr das dann so auseinanderzieht, dann seht ihr rechts geneigte Zunahmen und links geneigte Zunahmen. Und ich finde, es schaut wunderschön aus. Genauso wie hier. Und durch die verkürzten Reihen seht ihr auch, dass wir hier zum Beispiel nur das Bündchen haben und hier dafür ganz viele Reihen. Ja, wir sind jetzt, wo habe ich hier meine Nadeln? Wir sind jetzt wieder auf einer Hinreihe. Wir haben ja ganz zum Schluss, hatten wir hier eine Doppelmasche, die wir ja links verschränkt zusammengestrickt haben und noch zwei weitere linke Maschen und sollten das Ganze wenden. Und die dritte und vierte verkürzte Reihe nochmal zweimal wiederholen. Und jetzt ist aktueller Stand 9. verkürzte Reihe. Auf los geht's los. Die 9. verkürzte Reihe ist eine Hinreihe. Wir stricken also nur rechte Maschen und wir starten erstmal wieder mit einer Doppelmasche rechts. Faden ist hinter der Arbeit. Wir stechen von links in die Masche ein, heben die ab, nehmen den Arbeitsfaden nach vorne und ziehen das Ganze fest. Dann zieht es hier so nach unten. Das ist unsere Doppelmasche rechts. Und ich habe euch ja gesagt, immer schön festziehen, damit es keine Löchlein gibt. Und wir sollen jetzt bis zum runden Markierer M0 rechts stricken. Und die Maschenmarkierer, die uns da zwischendurch begegnen, heben wir einfach nur ab. Das machen wir jetzt. Also wie gesagt, Doppelmasche ganz fest ziehen und macht hier die Nadeln schön kurz und strickt die erste Masche besonders fest. Und dann stricken wir jetzt einfach mal alle Maschen rechts, bis wir, Moment, hier unten beim Maschenmarkierer 0 sind. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir auch mal zur Probe unsere Maschen durchzählen. Da gibt es ja so eine Kontrollzeile und wir zählen einfach mal durch und gucken, ob wir wirklich jeder die Maschen auf der Nadel haben, die uns angezeigt wird. Achtung, wenn ihr die Maschen durchzählt zwischen dem Maschenmarkierer 4 und dem Maschenmarkierer 5 habt ihr zwei Doppelmaschen und die zählt ihr natürlich nur als eine Masche. Nicht, dass ihr da zu schnell drüber zählt. Guck mal, hier habt ihr eine Doppelmasche. Die wird natürlich nur als eine Masche gezählt. Und hier haben wir nochmal eine Doppelmasche. Die wird auch nur als eine Masche gezählt. Ich habe meine Maschen durchgezählt. Ich komme tatsächlich auf die Kontrollzahl. Wir können weitermachen. Und zwar geht es jetzt weiter mit der Erklärung Runde A und Runde B. Also, wir sind jetzt hier beim Maschenmarkierer 0 und werden jetzt mit der Runde A starten. Ganz wichtig, in der Anleitung steht drinnen, dass wir darauf achten sollen, dass wir hier zwischen dem Maschenmarkierer 4 und 5 zwei Doppelmaschen haben. Und da steht auch drinnen, wie wir die abstricken. Jetzt starten wir aber erstmal mit der Runde A. Die Runde A wird wieder mit 8 Zunahmen gestrickt. Wir heben jetzt erstmal den Maschenmarkierer 0 wieder nach rechts rüber und stricken bis Maschenmarkierer 1, der ist hier, einfach nur alle Maschen rechts.
So. Dann heißt es Zunahme rechts, rechts. Das kennen wir ja auch schon. Querfaden hochheben. Mit der linken Nadel von hinten nach vorne einstechen und einfach rechts abstricken. Dann heben wir den Maschenmarkierer 1 ab, stricken bis zum Maschenmarkierer 2. Das sind ja unsere drei Maschen. Heben die Maschenmarkierer 2 ab. Machen die Zunahme links, rechts. Die kennen wir auch schon. Querfaden hochheben, mit der linken Nadel von vorne nach hinten einstechen und die Masche rechts verschränkt, also von hinten rechts abstricken. Dann stricken wir bis zum Maschenmarkierer 3. Maschenmarkierer 3. Wir stricken Zunahme rechts, rechts. Querfaden hochheben mit der linken Nadel von hinten nach vorne. Moment, achten, dass es jetzt zweifädig ist, dass ihr alle Fäden erwischt. Und dann die Masche rechts stricken. Maschenmarkierer rechts rüberheben. Bis zum Maschenmarkierer 4 stricken. Das sind ja unsere drei Maschen. Maschenmarkierer abheben, Zunahme links, rechts, wie vorher auch, Querfaden hochheben, mit der linken Nadel von vorne nach hinten und die Masche rechts verschränkt abstricken. So. Dann stricken wir bis zum Maschenmarkierer 5. Und Achtung, dort begegnet uns jetzt schon mal die erste Doppelmasche. Und in der Anleitung steht, die erste Doppelmasche nach dem Maschenmarkierer 4 ist eine Doppelmasche links. Und diese stricken wir wie zwei Maschen rechts zusammen. Also hier ist mein Maschenmarkierer links. Das ist die erste Doppelmasche, die erkennt ihr hier ganz gut. Und die sollen wir jetzt wie zwei Maschen rechts zusammen stricken. Das heißt, ich steche hier ein und stricke die Masche rechts zusammen. Schön festziehen. Dann stricke ich weiter meine rechten Maschen, bis ich zur nächsten Doppelmasche komme. Die ist hier. So, jetzt müsst ihr ein bisschen gucken, guck mal, dass ihr die auch erkennt. Das ist eine normale rechte Masche, das hier ist auch eine normale rechte Masche und das hier ist eine Doppelmasche rechts. Und die sollen wir wie zwei Maschen rechts verschränkt zusammenstricken. Das heißt, ich gehe hinten in diese zwei Schlaufen rein und stricke die von hinten rechts verschränkt ab. Und ja, dann stricken wir einfach weiter, bis wir beim Maschenmarkierer 5 sind. Ich bin jetzt hier beim Maschenmarkierer 5 und ihr habt bestimmt meinen kleinen Versprecher gemerkt. Ich habe hier zum Maschenmarkierer 4, habe ich Maschenmarkierer links gesagt. Also das ist Nummer 4. Dann kommen die zwei Doppelmaschen und jetzt sind wir hier bei Maschenmarkierer 5. Bei Maschenmarkierer 5 stricken wir wieder hier davor eine Zunahme rechts, rechts. Also da brauche ich jetzt auch nicht mehr viel dazu sagen. Ich hebe den Querfaden hoch, gehe mit der linken Nadel von hinten nach vorne rein und stricke einfach die Masche rechts ab. Also es ist immer das Gleiche. Maschenmarkierer 5 hebe ich drüber, stricke meine drei Maschen rechts. Dann hebe ich natürlich meinen Maschenmarkierer 6 ab.
macht die Zunahme links, rechts, also Querfaden nach oben und dann von vorne nach hinten. Und dann muss natürlich die Masche rechts verschränkt abgestrickt werden. Immer schön aufpassen, dass ihr auch wirklich beide Fäden erwischt, wenn ihr zweifädig strickt. Und dann stricken wir natürlich bis zum Maschenmarkierer 7. Vor dem Maschenmarkierer 7 machen wir wieder eine Zunahme rechts, rechts. Das heißt, wir heben den Querfaden wieder hoch, gehen mit der linken Nadel von hinten nach vorne rein und stricken die Masche rechts. Dann heben wir den Maschenmarkierer 7 drüber, machen unsere 3 Maschen rechts. Dann kommt der Maschenmarkierer 8 und dann machen wir die Zunahme links-rechts, also Querfaden nach oben, mit der linken Nadel wieder von vorne nach hinten und von hinten rechts verschränkt abstricken und stricken hier bis zum runden Anfang 0 alle Maschen rechts. Weiter geht's mit der Runde B. Die ist total einfach, die Runde, denn das ist eine Runde ohne Zunahmen. Das heißt, wir stricken jetzt einmal alle Maschen rechts ab und wenn ein Maschenmarkierer kommt, heben wir den einfach nur rüber. Wir müssen jetzt auch nicht mehr drauf achten. Wir haben nirgendwo eine Doppelmasche. Also die Runde ist wirklich total einfach. Abheben, alle Maschen rechts stricken, immer wenn ein Maschenmarkierer kommt, rüberheben. Und bis wir wieder hier beim Maschenmarkierer 0 sind. Ich habe die Runde B gestrickt, die ja nur aus rechten Maschen bestanden ist, also ohne Zunahmen. Und jetzt heißt es in der Anleitung, dass die Runde A und B insgesamt so oft, wie das bei eurer Größe steht, gestrickt wird. Und dann habt ihr sogar noch danach eine Kontrollzahl, wie viele Maschen drauf sein müssen. Das heißt, ihr wiederholt jetzt die Runde A und B. In der Runde A kommen immer 8 Maschen dazu. Wir haben ja 8 Zunahmen. In der Runde B stricken wir einfach nur rechts ab. Ich würde euch empfehlen, macht so eine Stricherliste, wie oft ihr immer Runde A und B gestrickt habt. Und was ich euch auch noch empfehlen kann, ich hebe jetzt hier mal meinen Maschenmarkierer 0 schon mal rüber. Ich mache mir hier noch einen Maschenmarkierer rein. Moment. Und zwar hänge ich mir den hier, guck mal, bei meiner ersten Masche hier in diesen Maschenschenkel rein. Dann kann ich nämlich hinterher auch nochmal die Runden abzählen, ob ich wirklich so viele Runden A und B gestrickt habe. Ja, dann würde ich sagen, entspanntes Stricken von Runde A und B. Und dann sehen wir uns wieder und dann geht's weiter. Ja, ich habe noch was vergessen. Es werden ja jetzt immer mehr Maschen auf der Nadel. Von daher wechsle ich jetzt auf eine bisschen größere Rundstricknadel. Ihr könnt mal gucken, ob ihr erstmal nur auf eine 60 cm Rundstricknadel wechselt oder ob ihr noch ein bisschen jetzt mit der kleinen Rundstricknadel strickt und dann gleich auf eine 80 cm Rundstricknadel wechselt. Das könnt ihr euch einfach mal überlegen. Ich mag es eigentlich nicht so gern, wenn das hier so zusammen, wenn die Maschen hier so dicht zusammen sind. Deswegen werde ich, glaube ich, in der nächsten Runde oder in Runde B, genau, ich werde in der Runde B, wenn es dann nur rechte Maschen sind, werde ich auf eine größere Rundstricknadel wechseln. Genau, das jetzt noch so als Tipp. Und wie gesagt, dann sehen wir uns wieder und dann geht es weiter mit Runde 10.